Wir sind hinter Danzig, haben wir erfahren, ich weiß nicht von wem, von Volkssturm-Mitarbeitern oder von irgendwelchen Leuten, dass der Kessel zu ist und dass die Russen im Augenblick die letzten deutschen Einheiten zerreiben. Und dann haben wir gedacht, wir sind in der Sicherheit und sind bis zur Stadt Stolp in Pommern gekommen. Nur die 4 oder 5 Tage. Da wurde meine Mutter schwer krank an Typhus, erkrankte an Typhus, Darmtyphus, und ich erkrankte an Diphtherie. Es war für uns also kein Weiterkommen mehr möglich, ganz im Gegenteil. Ich wurde in Stolp in das Krankenhaus eingeliefert, damit die Diphtherie behandelt wird, sonst wäre ich gestorben. Und meine Mutter wurde mit Typhus in irgendeine andere Abteilung des Krankenhauses. Also da fand die Trennung zwischen Mutter und Kind statt, indem beide in dem Krankenhaus auf verschiedenen Stationen lagen. Da kommen dann die ersten Erinnerungen. Da waren die ersten Begegnungen mit irgendein sowjetischer Offizier kam, brachte mir ein Weißbrot. Es war kein Negativerlebnis. Es gab mal was zu essen für das Kind. Ich hatte aber null Kontakt zu meiner Mutter. Das ging ja allein nicht schon aus Gründen der Ansteckung. Ich wusste auch gar nicht, wo sie war. Habe auch nicht an meine Mutter gedacht, was sehr positiv war. Kurz vor der Trennung hatte sie mir einen Brustbeutel umgehängt, in dem Name, paar Fotos, Geburtsurkunde und solche Sachen waren, aus irgendeinem alten Bettlaken hergestellt. Dieser Brustbeutel rettete letztlich mein Leben. Und eben das paar Sowjetarmisten, die vielleicht irgendwo ihre eigenen Kinder vermissten, die Kinder aufpäppelten, die wochenlang nichts gegessen und nichts Vernünftiges getrunken haben. Inwiefern rettete Ihnen der Brustbeutel das Leben? Weil da meine Identität drin war. Und das führte dann später dazu, dass man sie entsprechend Ja, einordnen, zuordnen einordnen, konnte. zuordnen Ja. konnte. Wie lange haben Sie in dem Krankenhaus gelegen? Es Haben Sie da noch müssen eine Erinnerung daran, wie es in diesem eigentlich, Krankenhaus oder einfach? ja, das ist Ja? also, es ist kaum zu glauben. Roter Backsteinbau, natürlich mit zig Kindern auf der Station, nur ich sehe keine Erwachsenen, ich sehe nur einige deutsch sprechende Schwestern, nicht viele. Und dann fast immer wieder in der alten Sowjetarmee-Uniform Soldaten, die auch bei den Kindern reinkamen, aber fast immer etwas zu essen brachten. Es war bis irgendwann eines Tages, ich weiß nicht wann, nach 14 Tagen, 3 Wochen, wurden wir angezogen und mit Decken umhängt in Lastwagen nach Zakhezin verbracht. Zakhezin muss so Richtung Osten, 40, 60, 80 Kilometer Richtung Osten sein. Da hatte man für über 4-jährige Kinder, es gab sowohl ein Säuglingslager als auch für Kinder ein Kinderlager. Das war eigentlich das Auffanglager für herrenlose oder getrennte Kinder, die nicht mehr zu ihren Müttern zugeordnet werden konnten. Da kann ich mich wieder ganz gut erinnern. Das waren metall-doppelstöckige Betten mit Stroh und Decken. Und das Eis war so an den Fenstern, dass sie die Eisblumen, um was draußen zu sehen, mussten sie also kratzen mit einem Löffel oder irgendeinem Gegenstand, damit sie draußen etwas erkennen können. Das war, so, war nicht geheizt. Und trotzdem war es ertragbar, weil die Wärme von den Decken und von dem Stroh hat eigentlich, und ich muss dazu, und das gute Essen. Also insofern hatte ich wieder Glück gehabt. Das war kein Aushungern. Den Kindern wurde mit Mahlzeit geholfen.